Noch nie zuvor war die Lebenserwartung so hoch wie heute. Durchschnittlich werden Menschen in Deutschland heutzutage etwa 80 Jahre alt. Aber wusstest du schon, dass du deine Lebensdauer positiv beeinflussen kannst? Dafür musst du nur regelmäßig die richtigen Lebensmittel zu dir nehmen. Welche das sind, das erfährst du heute hier bei uns. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran und vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Erstens, Tomaten. Wusstest du, dass Entzündungen deinen Körper schneller altern lassen und dich dem Risiko von Gewichtszunahme, Herzkrankheiten und Alzheimer aussetzen? Tomaten können dank des enthaltenen Lycopins Entzündungen reduzieren. Neben seinen entzündungshemmenden Eigenschaften wird Lycopin auch mit der Senkung des schlechten LDL-Cholesterins in Verbindung gebracht. Laut einem Übersichtsartikel, der im European Journal of Internal Medicine veröffentlicht wurde, ist der Verzehr von lycopinreichen Tomaten nachweislich mit einem geringeren Risiko für chronische Krankheiten wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Zweitens, Haferflocken. Menschen neigen dazu, kohlenhydratreiche Mahlzeiten wie Haferflocken zu umgehen, da sie Angst vor einer möglichen Gewichtszunahme haben. Dieses ballaststoffreiche Getreide kann dir jedoch helfen, deinen Cholesterinspiegel zu regulieren. Hafer enthält Beta-Glucan, das nachweislich den LDL-Spiegel senkt. Wenn du also unverarbeiteten Hafer isst, hilft er, den LDL-Cholesterinspiegel in deinem Blut zu senken, was dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern kann. Drittens, Avocado. Die einfach ungesättigten Fette in Avocados können ebenfalls helfen, den Cholesterinspiegel zu senken und Herzkrankheiten vorzubeugen. Diese gesunden Fette helfen dir auch, weniger zu essen, weil du dich länger satt fühlst. Eine Studie, die in der Fachzeitschrift Cancer Research veröffentlicht wurde, fand heraus, dass die Moleküle in Avocados die Stammzellen der akuten myeloischen Leukämie, kurz AML, angreifen. AML ist eine aggressive Krebsart, an der ein erschreckend großer Teil der über 65-Jährigen erkranken. Viertens, Walnüsse. Genau wie Avocados enthalten auch Walnüsse einen hohen Anteil an gesunden, einfach ungesättigten Fettsäuren und können helfen, den LDL-Spiegel zu senken. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass der Verzehr von Walnüssen mit einem besseren Gedächtnis in Verbindung gebracht wird. Die Forscher glauben, dass die Antioxidantien in den Walnüssen der Grund dafür sein könnten. Fünftens, Kaffee. Dein morgendlicher Kaffee macht dich nicht nur wach, er könnte auch dein Leben retten. Neue Untersuchungen ergeben, dass Koffein krankheitsverursachende chronische Entzündungen bekämpfen kann, die zu Krebs, Alzheimer und anderen lebensbedrohlichen Krankheiten beitragen. Die Forscher führten auch noch eine andere Studie durch und stellten fest, dass die Studienteilnehmer mit dem höchsten Koffeinkonsum die geringsten Entzündungswerte aufwiesen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schau auch auf unserem neuen Kanal BodySculp vorbei, wo wir jede Woche neue Videos zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness hochladen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!